Freunde, da sind wir wieder. Leute fragen nach der Musik, das sind die Circle of Alchemists. Mit Crack of Dawn. Könnte echt Schlagzeuger werden, ne? Sieht gut aus. Geht gleich los. Ihr hört's schon wahrscheinlich. Wir holen jetzt Mandy dazu. Ja, leider, nee, Mandy hat's nicht. Den habe ich gerade nicht erreicht. Der Mandy kommt. Der Mandy. Ich weiß, dass die Musik auch ziemlich laut ist. Aber das brauche ich gerade so ein bisschen. Circle of Alchemist. Geiler Shit. Weiter, Leute. Wir holen den Mandy dazu. Doch, Hazelmeat. Naja, es ist kein Wasser. Es ist jetzt Mate-Tee, den ich in ein Bierglas gekippt habe. Ich glaube, 4,5 Stunden Stream ist halt so eine Sache. Ich hatte auch nur gedacht, wir machen 2 Stunden. Jetzt ist es mehr geworden. Wo bleibt Mandy denn? Mandy, was ist? Kommst du? Anime ist jetzt nicht so meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach, da ist er in die Loge gegangen. Ach so. Ich dachte, ich habe erwartet, dass du in der Lobby bist. Tja. Hallöchen. Hallo. Du hier. Naja, so auf Einladung quasi. Kann man machen, ne? Ich mach mal hier die Mucke aus. So, eine Runde Ewolf, würde ich sagen. Hast du denn jetzt schon mal das Monster ausprobiert? Oh, ja, ungefähr von den 4,5 Stunden, die ich jetzt streame, hatten wir bestimmt 2 Stunden Monsterspaß, mindestens. Oh, also das ist jetzt richtig. Das Monster ist richtig geil. Muss man ganz ehrlich sagen, das Monster ist der Shit. Ja. So, warte mal, jetzt mache ich mal hier das hier weg. Okay, und dann müsstest du, ja, warte mal, wenn ich jetzt, bist du schon online? Bist, ich hast bin schon online, schon ich join dir mal. Das scheint, oh doch, nee. Ach, guck mal, jetzt joinen hier Leute nach. Wir brauchen halt auch einen Platz für Mandy. Also ich bin da, bei dir. Ja, ist es jetzt, ach, du bist schon drin? Ja. Okay, cool. Warte. Okay, cool. Also mit dem Monster habe ich schon so viele Sachen jetzt gemacht, das ist echt abgefahren. Also das ist ja mal, das ist so pervers, wie das Ding reinhauen kann. Mhm. Also eigentlich, aber,
auch nicht unbedingt overpowered, außer die Teammitglieder sind so ein bisschen. Boah, also ich finde es schon ziemlich heftig, muss ich sagen. Ja, aber wenn die Leute gut sind, wenn du. Wenn ja, du brauchst aber halt wirklich. Also ich finde, es ist wieder sehr, sehr stark erkenntlich, dass es die Programmierer von Left 4 Dead sind. Bei Left 4 Dead war es ja auch so, dass du immer mit einem guten Team da die schweren Levels auch hingekriegt hast. Ich glaube, so ist es hier aber eigentlich auch. Also du brauchst schon ein starkes Teamplay, sonst hast du eigentlich gegen das Monster keine Chance. Ja, also du aber musst, es geht auch, wenn man sich nicht abspricht. Ich dachte halt, es geht nur, wenn man sich abspricht. Aber ich hatte bisher echt ganz schön coole Teammates. Okay, also ich habe da bisher viele schlechte Erfahrungen gemacht. Die hatten halt alle irgendwie nie ihre Abilities eingesetzt so richtig. Ja, also bei mir lief's gut. Aber ich habe auch eine ganz schöne Langeweile. Ich habe bestimmt 2 oder 3 Stunden in der Lobby gespielt, wo 2 Leute die ganze Zeit drin geblieben sind. Die anderen haben immer wieder gewechselt. Ach, cool. Und die waren halt cool drauf. Die haben das gemacht, was man machen muss. Und das war sehr, sehr angenehm. Guck mal, jetzt, wo ich wieder mit anderen Leuten spiele, haben wir Kringeltime. Wir haben Kringeltime. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich keinen Sound habe. Aber vielleicht ändert sich das, sobald das Spiel losgeht. Das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen, ob du schon wieder mit Leuten hattest zusammenspielen können. Das habe ich bisher nicht gemacht. Ja, genau. Ich bin nämlich auch nicht so sicher, ob die das jetzt schon vielleicht gefixt haben oder so. Weil ich dann glaub, ist das nämlich, das Problem. Könnte ich mir nämlich vorstellen, ja. Okay. Ja, dann müssen wir mal schauen. Alleine ging es bei mir halt auch eine ganze Zeit, aber zusammen habe ich jetzt auch seitdem nie wieder versucht. Und naja, wer weiß. Dann checken wir das mal. Ja. Und ich habe, ist dir bestimmt auch schon begegnet, jetzt noch eine dritte Map irgendwie gesehen. Eine dritte Map? Ja, ich dachte kurz, dass ich eine dritte gesehen habe. Ich war mir nicht ganz sicher. Ja, ich meine schon. Also das eine war ja der Damm. Das andere weiß ich nicht mehr. Und ich glaube, da war noch ein drittes, das hieß dann Distillery oder sowas. Distillery war ich auch schon. Also ich wusste genau, es gibt einmal diese große Map mit diesen Höhlensystemen, dann gibt's diese ziemlich kleine Map. Mhm. Und dann gibt's noch eine kleine Map, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die kleine ist, glaube ich, der Damm. Die kleine ist. Ja, stimmt, Damm und ja, stimmt, es gibt 3 Maps. Total abgefahren. Aber ich finde schon, also ich finde das Monster schon noch ein Stück zu stark im Moment. Ich finde nicht. Ich finde nicht. Ich finde, wenn man da gut spielt, dann kann man da Sachen machen. Und dann schafft man das. Oh. Hast du wieder Besuch? Besuch von Ramon. Frag niemand, wer Mindy ist. Ja, Mindy ist wohl ein Kumpel von. Das ist hier unique und so. Von Hirnsturz. Ihr habt schon sehr früh zusammengespielt, habe ich gehört. Ja, genau. Also, das war so irgendwie. Ja, der Grundgedanke, würde ich fast sagen. Also, man könnte sogar fast sagen. Oh. Also, Minjas hat natürlich schon viel länger dann so YouTube-Sachen konsumiert, aber man könnte fast sagen, dass in Planet Side 2. Oh, hier, guck, siehst du da. Fragt schon einer so einer raus. Ja, das sind Zuschauer, die hier gerade nachgejoint sind. Oh, okay. Die hier ja anbieten, gerade rauszugehen, das finde ich sehr nett, aber ich glaube, das wird nicht helfen. Also wenn das jetzt. Ich glaube auch. Wenn das jetzt große Probleme macht und wieder nicht geht, dann ja, tut's mir leid, Mindy, aber dann werde ich wieder in den Solo-Modus rübergehen. Ja, nee, klar. Weil das hat echt 4,5 Stunden und ich habe nicht einmal gewartet. Ja. Wir warten noch kurz. Sieht eher schlecht aus, ne? Ich glaube auch. Schade. Nee, schade. Schade. Aber wann kommt das jetzt? Weißt du das? Hast du das im Kopf? Was denn? Ja, wann das Spiel kommt? Am 10. Februar. Am 10. Februar kommt Evolve raus. Es wird noch eine Beta geben. Ich weiß nicht, ob die so ähnlich sein wird wie das hier, dass es für alle frei ist und so. Ich gehe aber mal davon aus, weil die wollen ja Stresstests machen. Ja, stimmt, ne? Die haben ja auch heute noch mal so eine Mail geschickt. Haben heute noch mal super viele Keys rausgehauen. Erstens das und dann kam noch mal eine Mailwelle, wo sie gesagt haben, bitte Leute, kommt alle drauf, wir wollen die Server zum Platzen bringen. Genau, das kam noch mal, eine dritte Mail quasi oder eine zweite, wenn man das so sehen will. Kommt noch was? Nein. Und dann haben sie eine Uhrzeit gesagt, wann alle raufkommen sollen, damit man die Server testen kann. Ja.
Ja, nee, schade, schade. Ich hätte mich gefreut, da dir beistehen zu können, aber irgendwie. Ja, ich glaube, das müssen wir jetzt aufgeben. Also abgezockt, ich glaube, das ist nicht damit getan, dass einer geht. Ich glaube, das musst du wirklich, Solo-Queue machen. Entweder alleine oder gar nicht. Ramon, warum machst du nichts? Oh, das ist ärgerlich. Aber dann würde ich jetzt sagen, sorry, dass ich dich jetzt von CSGO-Spielen weggezogen habe. Aber du kannst einfach wieder weiterspielen gehen jetzt. Ja, aber ich freue mich auf jeden Fall auf die Beta. Also dann sollten wir das mal im Auge behalten. Uh-huh. Dann haben wir vielleicht in der Beta das erste Mal so richtig die Chance, dann also in der Gruppe zusammenzuspielen. So sieht's aus. Das wäre mal was. So sieht's aus. Schön absprechen und die ganze Zeit zocken. Und also nach diesem Marathon, den ich jetzt hier gespielt habe, werde ich mir das Spiel auf jeden Fall holen. Auf jeden Fall holen. Ja, das macht schon ziemlich Spaß, auf jeden Fall. Das stimmt. Jetzt schreibt er, jetzt müsste es klappen. Warum denn? Nur weil jemand rausgegangen ist? Nee. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Nee. Warten jetzt noch einen ganz kleinen Moment, dass irgendwas bringt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht. Oh! Oh. Nee, jetzt ist wieder jemand nachgekommen. Das ist wieder der Mabana, der ist wiedergekommen. Der war doch gerade schon drin. Ich will ganz komisch. Spielen. Ganz, ganz komisch. Soul Support. Support mag ich nicht. Also, was heißt mag ich nicht? Ich finde, es ist eine gute Klasse. Aber ich mag alle anderen lieber. Das ist auch echt seltsam. Also, ich verstehe das Prinzip noch nicht. Der sucht welches jetzt, Prinzip? Nee, ich glaube, das funktioniert einfach nicht. Ja, ich frage mich halt, was da schief läuft so in dem Spielhintergrund, dass da jetzt nicht Leute gesucht werden. Ich weiß es auch nicht. Ich kenne mich da auch nicht aus. Weil ich meine, du hast ja gesehen, als der eine jetzt wieder dazu kam, hat er schon nochmal den Suchmodus neu angeschmissen. Ja. Aber ja. Das war ein Fake. Okay, gut, dann gehe ich jetzt hier raus. Genau. Sorry, Mindy. Nicht schlimm, nicht schlimm. Gerne wieder. Bin für jegliche anderen Versuche auch bereit. Cool. Dann sag ich dir einfach nochmal Bescheid oder so. Genau. Also einfach immer, wenn ich online bin. Genau. Vielleicht spielen wir ja morgen oder so. Mal gucken. Okay. Nehmen Sie ja nochmal einen Hotfix nach. Na dann. Viel Spaß euch noch auf dem Stream und was gute krachen. Nacht. Grüße an Ramon. Ramon. Tschüss. Okay. Gut. Müssen wir halt so ran, Leute. Dann müssen wir so ran. Jetzt hatte ich wieder Sound, glaube ich. Dann machen wir diese Musik wieder aus. Fahren hier runter. Machen mal den TS aus. Was soll's? Komm schon. Bam. Guck, da haben wir jetzt schon mal Leute gefunden. Und ich hoffe, jetzt geht's gleich los. Es sind keine Noobs. Oder bis auf einen vielleicht. Ich mag das Wort Noobs nicht. Das klingt so negativ. Leute, die halt irgendwie ein bisschen neuer sind. Und da lädt's auch direkt. Bin so gespannt, spielen wir das Monster? Weil, wenn wir das Monster spielen könnten, könnten wir vielleicht gleich die Kraken kriegen. Kraken kriegen. Kraken kriegen. Kraken kriegen. Kraken kriegen. Newbies. Ja, und daher kommt ja das Wort Noobs. Jean Exe. Ramon. Jean Exe. Ramon. Waiting for players. Monster. 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 Ich hätte Bock auf jeden Fall jetzt das Monster zu spielen. Wir hoffen drauf. Wir müssen jetzt die Daumen drücken, Freunde. Wir müssen jetzt die Daumen drücken. Und dann geht's auch los gleich. Bin mir ziemlich sicher. Blöd, dass wir jetzt schon wieder so ein Loch hatten. Wo irgendwie Sachen nicht passiert sind. Oh yes, Goliath. Okay, select, bitch. Fire Breath,
Und ich mache jetzt Deep Smash. Wir werden dann, wenn wir evolven, uns den Charge holen und dann kriegen wir den Kraken, habe ich gehört. Was haben wir denn jetzt hier? Armor regenerates 15% faster. Wir könnten auch schneller sein einfach. Das wollte ich ja letztes Mal nehmen, ne? Wollten wir das nicht nehmen? Oder wir nehmen mal wieder Feeding Speed, dann können wir halt schneller... Komm, ich nehme lieber Feeding Speed mit. Besser ist das. Fischkopf, von wo kennst du eigentlich den Chris von Speedsmeet? Das ist so eine Sache, wir sind ja in einem Netzwerk. Im Alliance-Netzwerk. Ihr kennt es vielleicht als das GameStar-Netzwerk. Und da waren wir auf so Treffen, wo wir uns getroffen haben. Und wir haben dann das FIFA-WM-Special gemacht, wo jeder, der mitgemacht hat, hat halt eine Mannschaft zugeordnet bekommen. Und dann haben wir die Spiele nachgespielt aus der WM. Ich hatte England, er hatte Italien und da gab es ja gleich in der Gruppenphase ein Spiel und da haben wir ein Spiel hingespielt. Das war so lustig, da hatten wir irgendwie Spaß dran. Und dann danach irgendwie haben wir uns mal wieder geschrieben und haben gesagt, ey, lass uns doch mal zum Beispiel laufen, gucken, schießen machen und dann machen wir das jetzt. Schon eine Weile auch. Ich glaube, Folge 26 ist schon raus oder 27. Morgen ist wieder Aufnahmetermin für die nächsten Folgen. Ich bin mal gespannt, was wir da spielen. Wir haben uns noch nichts ausgesucht. Mal gucken. Mal gucken. Macht Spaß mit dem Chris. Muss man ja so sagen, ne? Muss man ja genau so, muss man das sagen. Sag mal, kann es sein eigentlich... Warte mal, das lädt ja jetzt noch, ne? Und ich sehe jetzt zum Glück noch den Bildschirm. Wenn man jetzt auf Twitch geht, ne? Ich hab, was ich für ein Mikro habe, das ist das Rode NT1A. Ach, der ungespielt streamt auch. Nicht rübergehen. Ist Minecraft. so, lass mich mal gucken. Evolve. Was geht schon los? Fuck. Okay. Wir müssen gewinnen. Okay, jetzt spawne ich schon wieder hier. Dann laufe ich wieder meinen guten alten Weg, den ich immer laufe. Bams. Dann müssen wir hier rein. Und dann müssen wir hier durch. Und dann müssen wir hier durch. Und das ist schon mal gut. Ich glaube, im Wasser sieht man keine Spuren. Und dann gehen wir hier hoch. Oh, ich kann das schon auswendig, Leute. Was hast du für einen Computer? Ihr müsst Ausrufezeichen YT eingeben. Dann kommt ihr auf meine YouTube-Seite. Und da in der Kanalinfo steht drin, was genau ich für Hardware benutze. Gibt hier irgendwo mehrere Tiere? Da hinten. Das sind diese harten Tiere, ne? Komm. Und kriegen wir sie beide? Komm. Ist auf. Das Blöde ist halt, dass wir nicht nur gegen Noobs spielen. Das ist überhaupt nicht blöd, das ist was Gutes. Ah, shit. Diese harten Viecher hier. Fuck. Oh, ob wir die getötet kriegen, du. Das weiß ich nicht. Aber wenn wir sie getötet kriegen... Dann haben wir gute Chancen zu leben hier. Immer noch. Oh, hoffentlich kommen jetzt nicht die Menschen. Hoffentlich kommen jetzt nicht die Hunter, du. Das wäre super uncool des Todes. Sterbt doch endlich, ihr Schweine. Okay, aber vielleicht haben sie ja noch keine Ahnung, wo wir sind. Wir sind immer noch zwei am Leben. Kann nicht sein. Jetzt sind sie tot. Nein, einer lebt noch. Jetzt können wir essen. Und wenn wir jetzt Zeit haben. Oh oh, da sind sie schon. Da ist Daisy. Okay, weg. Weg. Keine Kuppe, bitte. Das wäre jetzt sehr ärgerlich gewesen. Okay, und der Medic hat uns auch nicht treffen können. Das ist gut. Oh fuck. Das schaffen wir jetzt nicht. Vögel aufgescheucht. Uncool. Schaffen wir trotzdem. Das schaffen wir trotzdem hier weg. Wieso können wir hier nicht irgendwo rechts rein? Okay, dann gehen wir jetzt. Oh, Vögel. Oh, schleichen. Und kriegen wir den hier? Spring. Oh, fuck. Okay, nur eins. Nein! What? Okay, das war ziemlich schlau von denen, weil die haben jetzt nicht auf mich geschossen. Ich habe nicht gesehen, dass sie hinter mir sind. Und so konnten sie ziemlich leicht einfach mal... Oh.
Geht er da rauf? Geht er da rauf? Sie sehen mich nicht, sie sehen mich nicht, sie sehen mich nicht. Okay, jetzt müssen wir einfach nur weglaufen. Das ist im Moment der Plan. Essen, 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 geht nicht. Essen, 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 essen. Nicht gesehen werden. Nicht gesehen werden. Oh, shit! Oh, okay. Ich glaube, jetzt haben wir es eigentlich geschafft schon. Ich glaube nicht, dass sie mich jetzt noch kriegen. Jetzt nochmal hier hoch. Und sobald die Puppe... Oh, fuck. Sobald die Puppe weg ist, genauso werden wir uns verpissen. Oh. Oh, yes. Okay, das war sehr gut. Hätten wir essen können, aber ich möchte nicht. Ich will jetzt hier rauf. Und jetzt sind wir doch sehr gut weggekommen. Jetzt brauche ich nur noch ein paar Tierchen. Okay, wenn ihr jetzt alle sterben würdet, könntet, dann kann ich jetzt aufessen und dann geht's los, Leute. Na, noch nicht ganz, glaube ich. Die drei werden noch nicht reichen. Aber sie werden uns doch sehr, sehr helfen. Oder doch? Yes! Die Wolven. Mach das hier oben. Oder sind die Menschen hier irgendwo? Nope. Okay. Und jetzt Charge. Ganz wichtig. Wollen wir gleich zwei drauf machen und einen auf den Fire Breath des Todes. Oh Mann, das Monster macht so viel Spaß. Das Monster macht so unglaublich viel Spaß. Oh, da sind die Menschen. Scheiße. Kuppel. Ich muss die Kuppel bestimmt. Oh nein, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Sehr gut. Klettere hier hinüber. Sind sie hier? Ah, geil. Gruppe verkackt. Gruppe verkackt. Gruppe verkackt. Okay, hier hoch. Und dann hier hoch. Haben wir hier irgendwo Tierchen? Nein, nein, Vögel. Vögel mögen wir nicht. Auch Vögel. Schleichen. Schleichen. Viel zu viele Vögel hier. In der Nähe. Wir müssen schleichen. Da ist ein großes Tier. Die Menschen hier irgendwo? Ich sag immer Menschen, ne? Das sind ja Hunter. Komm, Digga. Du bist ein Wassertier. Oh. Charge. Ich glaube, wir müssen das Tier aus dem Wasser rauskriegen. Ah, Schüsse. Fuck. Okay, nicht cool. Spring, 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 spring. Ah, jetzt nehme ich natürlich die ganzen fucking Vögel mit. Oh. Nein. Fallen. Wir müssen was essen. Na, nicht wirklich. Zu viele Menschen in der Nähe. Ich glaube, jetzt kommt mir ganz gut abhauen. Pass mal auf. Das ist alles gut hier. Alles gut. Nein, schleicht. Ah, verdammt! Ich dachte, es waren zwei. Hier, ich kenne, waren es aber gar nicht. Armor regenerates faster. Oh, geil! Feuer ein Buff hier. Nein, Vögel! Ist! Ist mein Kleiner! Mehr, 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 mehr. Jetzt kommt wieder die Anzeige nicht. Das ist nicht cool. Die hier wieder irgendwo. Und Charge. Komm. Das sollte doch fast reichen. Ja, ich glaube nicht ganz. Aber es wird uns eine Menge einbringen. Und das sind die nächsten. Das sind die nächsten. Guck mal, drei Stück. Komm. Wie man sich so einen eigenen Grill machen kann, ne? Oh, fuck. Okay. Problem. Kein Problem für mich. Wir schaffen das. Und wie schnell die immer wegkommen, ne? Oh, oh, was machst du denn hier? Bist du alleine? Willst du gar keine Kuppel werfen? Oh, jetzt hat sie eine Kuppel geworfen. Scheiße. Aber wir sind Level 2. Und wir haben ziemlich viel Schild. Und
Charge eigentlich, ne? Eigentlich Charge. Bams und kaputt. Oh, fuck. Spring doch! Ach, falscher Knopf. Oh. Und Feuer, 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 Feuer. Stirb. Tot. Ah. Und Bams, sie hat Daisy geheilt. Oh, ist das geil. Ist das, das finde ich immer so geil. Komm, Medic. Ach, hier ist der Medic. Wie, was rück ich denn hier? Falsche Knöpfe da. Bams, Bams, Bams. Charge, Charge. So, sehr gut. Und drauf da. Nice. Vier gedrückt, oder was? Charge. Bams. Kaputt. So, Freunde. Der Medic ist tot. Ich habe noch gerade so das Schild gehabt. So, die Frage ist, wenn wir den jetzt getötet haben, gehen wir dann weg? Oder machen wir das jetzt hier noch weiter? Oh, fuck. Voll in die Mine. Komm, das kriegen wir auch noch hin. Komm. Yeah. Komm, das kriegen wir auch noch. Wir haben jetzt ein bisschen Leben verloren, das ist ein bisschen ärgerlich. Aber wir können ihn jetzt direkt essen. Wir können schon evolven. Ich hab nicht aufgepasst. Okay, cool. Okay, cool. Machen wir Charge noch, Rock Throw und Leap Smash. That's the shit we want to have. Fisch wird müde, merkt man. Aha. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich brauche jetzt aber noch ein bisschen Schild. Schild ist etwas, was wir möchten. Dafür brauchen wir Tierchen. Aber ich sehe keine. Oh, da ist noch ein Mensch. Hunter, meine ich. Das ist gar kein... Ist das Daisy? Ach, Daisy. Muss ich dich halt essen, ne? Sorry, Trapper. Ich dachte, Daisy stirbt, wenn der Trapper tot ist. Zack. Wir könnten jetzt eigentlich zu dem Power Relay, aber... Bevor wir da hingehen, ich nehme doch immer gerne noch mal ein bisschen Schild mit. So, jetzt schleichen wir das Tier an. Oh. Oh. Oh, oh, Menschen, oder was? Menschen, dann sag doch Hunter, Mann. Ist die in der Nähe, oder was? Okay. Also, ich glaube, jetzt haben wir genug Schild. Auch wenn es noch nicht so richtig voll ist oder so. Das sind Vögel, ey. Kommen wir hier hoch? Oh, shit. Und so kommen wir hier auch nicht hoch. Ach, das ist da unten. Guck mal. Ach, guck mal, das ist da unten. Kommen wir denn da hin? Hier lang? Hier lang, ne? Nee, auch nicht. Hier lang. Da lang. Oh, hier. Komm. Oh, shit. Ich komme nicht ran. Ey, das war nicht schlecht. Von den Menschen. Aber ich glaube, es ist nur der... Nur der Trapper, kann das sein? Charge. Oh, da komme ich nicht durch. Charge. Oh, das war ein sehr guter Charge. Das ist auch noch... Nee, das ist nicht der... Das ist nicht... Nicht der Medic. Scheiß Arena. Not much left in shield. Guck mal, jetzt können wir die hier einfach so in die Irre führen. Na komm her. Kann da hochspringen. Wow. Bumps. 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 Und rüberspringen, komm. Das macht echt unglaublich Laune, dieses Monster zu spielen. Weg! Charge! Nee, ich will das Ding hier haben.
Medic, nix Medic. Bams. Charge. Bams. Feuer. Du willst mir reviven? Cool. Bin ich jetzt unsichtbar? Macht mir das jetzt aus? Ne? Okay, Leute, jetzt werde ich wieder größenwahnsinnig. Denke, das schaffe ich ja eh. Und das ist gefährlich. Oh. 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 Da ist jemand kaputt. Sollte mal ein Steinchen werfen. Auf jeden Fall den Medic töten. Das, ich sag noch eben, ne? Und ich sag noch eben, ich gehe mal erst auf den Medic. Oh, shit. Und schau. Und da ist der Medic. Und da ist der Medic. Und ich hoffe, ja, er ist tot. Also liegt am Boden. Und jetzt machen wir ihn noch finish-mäßig kaputt. Komm schon. Oh, ist der Medic tot? Das tut mir wahnsinnig leid. Bams! Stirb! Kaputt! So, noch jemand? Daisy auch noch töten? So was? Schon wieder ein Sieg. Ah. Kannst die Wand das Tor kaputt machen? Echt? Ah, okay. Hallo, Googler. Rott die scheiß Menschen aus. Okay, aber ich bin ein bisschen müde. Jetzt habe ich nicht geguckt. Warte mal, die kommen ja jetzt erst in die Dings da. Level 15 ist schon mal geil. Okay, jetzt wird's interessant. Player Progression. What? Achso, jetzt wird's interessant. Fire Breath ist sowieso schon ganz weit oben. Leap Smash auch. Jetzt wird wichtig, Rock Throw noch nicht. Aber Charge ist schon auf Sternchen 2. Müssten wir da nicht den Krake schon haben? Leute, haben wir die Krake schon längst? Haben wir die schon längst? Ah, jetzt gucke ich mir nochmal den Replay an. Wir gucken uns jetzt mal gemeinsam das Replay an. Und da sieht man, dass sie die Kuppel ständig verkackt haben. Die Kuppel ist Schlüssel zum Erfolg. Das müsstet ihr doch wissen. Die Kuppel ist Schlüssel zum Erfolg. Müsstet ihr doch wissen. Ha, ha. Kuppel, ha, ha, ha. Kuppel, ha, ha, ha. Ramon, was sagst du dazu? Ramon, was sagst du dazu? Evolve, unat long, Evolve, unat long. Das machen wir vielleicht ein andermal. Aber da ich morgen Sachen machen muss, mach mal ein Statement zum Spiel, Sascha. Ja, das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Ich werde es aber trotzdem gerne nochmal machen. Ich finde es sehr cool. Meine große Befürchtung war, dass es nach einer Weile uncool wird, beziehungsweise man keine Motivation hat, es weiter zu spielen. Da man sich aber so hochleveln kann, ist es schon ziemlich cool, das auch immer weiter zu machen. Was ich nicht so cool finde, ist, dass man zum, jetzt wenn man die Krake haben will, muss man ja bestimmte, der Trapper, muss man ja bestimmte Skills nutzen, was natürlich schlau ist von den Leuten, weil dann probierst, musst du alles ausprobieren und zwar viel und oft. Aber ich finde es halt cooler, einfach mal selber zu entscheiden, wie ich es spielen möchte. Wobei, das kann man ja dann immer noch machen, ne? Du musst es halt einmal hochleveln, dann kriegst du dir dein Monster und dann kannst du so spielen, wie du möchtest. Und wie ich auch schon ein paar Mal erzählt habe, man kann es auch mit Randoms spielen. Also solange die das machen, was man so machen muss, man muss sich da nicht unbedingt absprechen miteinander. Oh, jetzt spielen wir gegen die Krake, Alter.
ist nicht cool. Gute Nacht, Herr Rat. Gut, dass du da warst. Sehr schön. I like, dass du hier warst. StarCraft 2 wird jetzt erstmal nicht kommen. Ich bin da irgendwie von ab, ich spiel's gerade nicht. Das Spiel wird es zu kaufen geben ab 10. Februar 2015. Soll noch. Oh fuck, jetzt sehe ich die ganzen Schatten hier noch so rumhängen. Oh Gott. Leute, diese Greenscreen-Action geht ja so nicht eigentlich, ne? Machen wir wenigstens sowas hier. Bin ich zwar so abgekantet, so ein bisschen. Ach komm, scheißen wir auf die Kackschatten. Das ist doch alles. Es ist doch noch alles in der Alpha hier. sowas. Okay, das Spiel geht los. Und ich spiele mit der Trapper. Trapper finde ich cool. Ich finde Trapper echt cool. So, wo sind die Spuren? Daisy, sag mal was. Wo sind die Spuren? Sind die hier lang? Hier sind die Spuren aber nicht. Oh, die Spuren sind nach da. Ach so, der ist dann losgeflogen. Okay. Daisy, du musst Sachen sagen. See if we can get the monster over here. Okay, ja, aber warum denn? Warum denn? Es ist doch kein Waffenmonster, Leute. Du kannst dann nicht essen, aber... Wir müssten uns eigentlich... Ah, fuck. Jetzt habe ich Shift gedrückt, weil das Monster so hochklettert an Sachen. Na gut. Der Greenscreen wird auch müde. Ja, das ist richtig. Der kann halt auch nicht ewig. Jetzt nicht die Monster töten, Leute. Also, ich weiß nicht, wenn man dadurch irgendwie hoch sich bufft, auch anderweitig, dann ist das ja ganz toll. Aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Deswegen einfach weiter. Einfach weiter. Gucken, ob wir die scheiß Karte finden. Oh! Oh! Schmeiß die Kuppel! Das müsste klappen. Okay, das müsste klappen. Und... Falle. Nein, wieso fall ich denn jetzt runter? Oh, shit. Oh, fuck. Nein, ja, jetzt sind wir beide hier runtergefallen. Ja, ganz toll. Jetzt müssen wir warten, bis unser fucking Jetpack wieder fucking aufgeladen ist. Komm schon. Okay, wir sind oben. Wo ist das Viech? Und hier hoch. Wieso kann ich die Falle dann irgendwo aufbauen? Los. Und Angriff! Angriff! Jawoll! Sehr gut die Punkte platziert. Oh, das könnte eine kurze Runde werden. Ah, geil! Trip von da oben! Das Ding kann fliegen, oder was? Okay, jetzt wird's da gleich raus. Das wissen wir hoffentlich zu verhindern. Backpack. Jetpack meine ich. Oh! Komm hoch! Komm nicht ran! Ja, Falle! Oh, sehr gut gehalten. Oh mein Gott. Was für eine grandiose Falle das gerade war. Nach. Jawohl. Oh, geil. Okay, schade. Tun hier trotzdem mal eine Falle hin. Vielleicht kommt sie nochmal wieder hierher. Und nochmal hierher. Oh, fuck. Oh. Okay, wo müssen wir lang? Hat jemand aufgepasst? Das Geile ist, wenn man so an den Rand von der Klippe kommt, dann kriegt man auch einen kleinen Boost, auch wenn das Jetpack eigentlich leer ist. We like that shit and we cannot lie. Ist das Vieh da vorne? Anderes Vieh, ne? Ja, anderes Vieh. What? Pick up Buff? Wo denn? Oh yes. Ich finde, Buffs muss man markieren. Bullet slow the monster down. Das war sehr gut. Und ist es jetzt Level 2 oder was? Okay. Wo ist es? Ich glaube, es ist aufgestiegen. Oder warum war jetzt so eine komische Musik? Hat man unendlich Fallen? Man hat unendlich Fallen, aber man kann immer nur 5 zur Zeit legen. Das ist... Ich will jetzt nicht sagen, das Problem, weil das ist eigentlich ganz gut, dass man da nicht am Ende von hat. Wieso schießt du jetzt auf dieses kleine Pissmonster hier und kommen wir hier hoch? Yes. Okay, da ist es. Okay, wenn ich jetzt schaffen würde, da irgendwie schlau hinzukommen. Yes. Das müsste klappen.
Yeah! Nein! Ganz knapp nicht! Es entkommt! Es entkommt! Wenn es hier wieder zurückkommen sollte, haben wir hier ein paar Fallen aufgestellt. Und ja, Kacke. Ist das mit der Arena habe ich jetzt verkackt, ne? Kuppel. Das hätte man ein bisschen schlauer machen können. Wo ist das Viech? Da hinten? Ich sehe es nicht. Cooldown wäre geil. Oh, 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 shit. Unser Kumpel wird getötet. Oh mein Gott. Und weil wir nicht aufgepasst haben. Jetzt geht doch dahin, Leute. Wie geht der dahin? Komm, Falle. Shit. Nochmal. Und drauf. Okay, das sieht doch ganz gut aus. Kumpel ist kaputt. Okay, sollte er jetzt gleich diese Halle hier verlassen, mache ich sofort meine Kuppel auf. Oh. Ich brauche einen Medic. Shit. Okay. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh, drei. Wir sind alle tot. Daisy ist die Letzte. Das heißt, wir haben nicht verloren. Daisy, lauf. Lauf einfach weg. Ah, shit. Ich will ja jetzt nicht mit dem Finger zeugen, ne? Aber ich glaube, der Medic hat ein bisschen verkackt. Hallo, Stocki. Ja, also PS4 kommt auf jeden Fall raus. Und ich glaube auch Xbox. Aber PS3 weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Kraken sieht geil aus. Ja, finde ich auch. Wenn wir Glück haben, Leute. Dann können wir jetzt das Krakenmonster spielen. Tschüss, Active Beat. Active Beat. Auf Wiedersehen. Manchmal verspiele ich mich halt einfach. Hey, Sumit fragt, wie lange ich noch mache. Nicht mehr lange. Es ist jetzt 1 Uhr. Ich glaube, wir machen nicht. Bisschen leiser Ingame-Sound. Das mache ich sehr gerne. Ich habe mich schon gefragt, ob der nicht zu laut ist. Das mache ich aber gleich. Ich bleibe in meiner Lobby. Und mache es gleich im Spiel. Die Beta endet morgen. Und ich glaube, ich mache höchstens noch bis 2. Höchstens. Vielleicht höre ich einfach vorher auf. Ich müsste jetzt... Dr. Till, ist das eine Frage, was ich da präferiere, oder was? Geiler Typ. Hey, Shirokas. Ramon. Ja, meine Nachbarn müssen mich echt hassen. Der Screen wird rot. Warum? Nash ist die eine der besten Bands der Welt. Wenn nicht die beste. Geil. Okay, wir haben das Monster und wir haben die Krake, Leute. Wir haben die Krake. Yes, Kraken. Okay, ich kenne mich nicht aus. Aber es müsste mir noch gleich gezeigt werden, was wir da machen können. Wir haben Lightning Strike. Das ist einfach so ein Ding. Okay, Banshee Mines. Das sind einfach Minen, die man hinlegt. Aftershock ist, wenn ich Leute um mich herum kaputt mache. Und Vortex ist das Wegschießen. Okay, wir machen das und das.
Das sind auch die, die ich nehme beim Goliath. Die unten beiden, die beiden unten. Und links da mache ich zwei rein, rechts mache ich einen. Feeling Speed nehmen wir auch nochmal mit. Okay, und habe ich das jetzt richtig gesehen, dass wir fliegen können? Nee, oder? Ich glaube nicht. Oh. Oh, ich bin ein bisschen müde. Kriegt das eigentlich FSK 18? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Okay. Kraken is death from above. Use the smell ability to highlight nearby hunters and wildlife. Melee attacks are effective at close range and while in the air. Eat to gain armor and evolve. Kraken can climb almost any surface. Use Airburst to travel faster. This ability recharges over time. Kraken will fly towards the direction you're moving. Lightning Strike unleashes a powerful electrical blast. Banshee mines are great for ambushes and home in on nearby targets. Aftershock deals heavy damage to any nearby targets. Vortex pushes hunters away while dealing damage. Cool! Also, dieses Vortex, oder wie das heißt, macht einfach nur Schaden um mich herum. Das ist also wie der Fire Breath, nur viel besser, weil du musst nicht zielen. Aber das mit den Fliegen habe ich jetzt noch nicht verstanden. Okay, so geht Fliegen, oder was? Alles klar. Drop to ground, left control. Okay. Aber das ist genau wie... Okay. Ach, und dann kann man einfach so weiterfliegen. Okay. Boah, Kraken ist bis jetzt ziemlich cool, wa? Mach's kaputt! Okay, aber ein einzelnes Tier essen ist jetzt am Anfang jetzt auch so ein bisschen schwierig, ne? Oh nein, die Vögel gleich zu Anfang. Komm, flieg, flieg, flieg geschwind, kleiner Kraken. Nein, 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 nicht aufgepasst. Alles gut. Sind die schon in der Nähe? Nee, aber das ist ein großes Viech. Aber das mag ich jetzt nicht machen, weil sonst, da waren neben Vögel, ne? Riechen. Ah ja, sehr gut. Okay, jetzt probieren wir mal Vortex. Nee, das ist irgendwie After irgendwas, ne? Ist egal. Hauptsache erstmal essen. Jetzt haben wir Vögel schon wieder aufgescheucht. Meine Fresse. Und hier diese Arschviecher, ne? Die müssen wir weg. Okay, wo sind die Hunter? Oh, schon wieder Vögel. Kein Problem. Fliegen einfach weg. Ich finde, das ist eigentlich wie der Goliath, nur stärker. Kann das sein? Das ist irgendwie total OP. Oh, nicht die Vögel, nicht die Vögel. Sehr gut. Das Gefühl, wir können bald evolven. Wenn das hier so weitergeht. Einmal riechen. Keine Hunter in Sicht, aber hier sind nochmal große, naja, große nicht, aber komm. Komm, ich glaube, das reicht nicht. Ah, shit. Okay, macht nichts. Mach ich so kaputt. Komm her! Hä? Irgendwas falsch verstanden? Stirb doch endlich! Sehr gut. Ach, Ingame-Sound wollte ich leiser machen, ne? Ich kann evolven. Ich kann evolven. Oh, da sind die Menschen leid. Oh, shit. Range Attack? Ich mach gleich den Sound leiser, Leute. So, wenn ich in der Luft bin, kann ich schießen. Das habe ich nicht richtig gesehen eben. Wo evolve ich jetzt? Ah, die Menschen sind immer noch hinter mir. Die haben da. Okay, das hier bringt mir immer noch nicht so viel. Okay, wo kann ich denn mal evolven? Ich komme hier irgendwie nicht so schnell weg. Aber ich finde, wie... Oh, nein, das sind Vögel. Komm, lauf, 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 lauf. Wo gehen wir denn mal? Hier gleich, ne? Hier. Okay. Okay. Ich drück doch. Ach so, hier geht's nicht. Hier geht's. Dass du mir das jetzt sagst, ne? Nach 5 Stunden.
Komm, achso, Aftershock auf jeden Fall und Vortex und Lightning Strike, okay. Und drei. Haben wir die? Okay, wenigstens zwei. Oh, da ist ein Bufftier. Lass mich erstmal ein bisschen essen. Direkt weiter, okay. Und eins. Bams. Und drei. Schaden. Nein. Nein. Keine Menschen. Fuck you. Krieg ich wenigstens den Buff, wenn ich jetzt nasche? Yes. Okay. Das ist ein Problem. Oh, shit. Friss das! Dann schießen von hier oben! Pschuh. Ich könnte mich hier oben nicht so gut treffen, oder? Kann das sein? Und ich kann hier einfach abhängen. Und... Lightning Strike, yes! Was wollt ihr denn machen? Ich flieg einfach in der Gegend rum! Ihr trefft mich ja noch nicht mal! Okay, solange einer ein Schild hat... Kann ich hier hoch? Okay, einfach verstecken. Einfach verstecken, solange die Arena offen ist. Fuck, Medic hat mich getroffen. Einfach hier hinter bleiben. Einfach hier hinter bleiben! Was mit der Arena? Die lebt noch. Schade. Arena ist out! Gut! Flieg! Flieg! Flieg, du Krake, flieg! Warum kann die Krake eigentlich fliegen? I do not get it. Okay, jetzt müssen wir uns hier ein bisschen beeilen, Digga. Hui! Und wieder runter. Und drei drücken. Jetzt haben wir die gegrillt. Ist auch grillen. Nur anders halt. Mit Strom. Okay. Riechen. Es riecht. Es riecht. Oh. Nicht die Vögel. Schleichen. Angriff. Das andere auch. Das andere Tier auch. Komm schon. Yes. Friss. Jetzt sind die Vögel doch noch wieder aufgeschreckt. Das finde ich immer so schlecht. Erst ist alles gut. Und dann kommen doch die Vögel und verkacken wieder den ganzen Tag. Macht nichts. Haben wir noch Tierchen? Schieß. Friss. Oh, shit. Bloß nicht die Arena anmachen. Bloß nicht. Oh. Okay. Wo sind wir hier? Hier sind wir okay. Ich muss nur hier durch. Und jetzt schnell sein. Komm, lauf! Lauf! Meine Fresse. Okay. Marathoner? Noch mal kurz. Die Tiere. Ich will doch Level 3 werden. Da. Nein. Schieß. Oder noch eins? Nee. Alles gut. Ah, fuck, Vögel. Okay, jetzt müssen wir handeln. Die Krake ist richtig geil. Die Krake, Alter. That's the shit. Ich glaube, wir machen nicht mehr ganz bis zwei, Leute. Fahren wir noch die Krake, wenn wir es schaffen. Ich bin echt müde. Ich bin müde. Ich kann nicht mehr Scheiße labern die ganze Zeit. Die Wolf. Okay, cool. Können wir hier irgendwo rauf? Können wir hier ganz weit oben rauf? Ah, hier ist doch super. Ist hier überhaupt nicht super, aber wir machen es trotzdem. Aber wenn wir mal fucking Level 3 werden, dann essen wir noch ein bisschen. Ihr kennt die Tricks. So, die Mini nehmen wir auch mal mit. Vortex. Ach, Vortex. Guck mal, Vortex ist dieses Leute wegschieben. Das habe ich jetzt noch gar nicht gemacht. Sollte man aber.
Stirb, stirb, stirb. Sind die Menschen, sind die Hunter schon da? Nee, ne? Doch? Nee. Okay, da sind Vögel, da wollen wir nicht hin. Man kann ja diesen Riechradius vergrößern und das eigentlich ist es eine gute Sache. Das sollte man mal machen. Oh fuck, Vögel. Nein! Okay, dann ist auch egal. Komm! Sterb! Hat nicht funktioniert. Kriege ich euch so vielleicht? Ich wollte nicht da essen, wo man gerade Vögel aufgescheucht hat, aber vielleicht denken sie ja, es läuft ja eh weiter. Und das machen wir gar nicht. Oh shit, da sind noch mehr. Nein, es ist weggelaufen. So, wie viel noch? Es wird schon wieder nicht angezeigt. Zumindest ist schon mal... Kann ich hier irgendwie hoch? Nee. Zumindest ist schon mal das Schild voll. Wo sind die Nacken denn? Hä? Was passiert? Schleichen. Hier sind keine Tiere. Das sind aber Fallen. Was hast du dir so gedacht, du Nacken? Hier können wir nicht angreifen. Wegen der Vögel. Tierchen hier noch. Na, komm. Ah, ich will endlich zu Level 3 wollen. Ach, ich bin schon Level. Kann mir das doch mal. Kann mir das mal jemand. Level 3 ist das höchste, ja. Achso. Ich bin ja schon längst Level 3. Wieso sagt ihr mir das nicht? Deswegen hocken die auch die ganze Zeit beim Power Relay rum. Aber dann konnte ich halt essen, ne? Das ist ganz gut. Sagen die mir das nicht, oder? Oh. Doch woanders. Da hinten. Der schießt schon mal auf Entfernung. Oh, 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 oh. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht mehr. Da ist er. Vortex. Jetzt können wir hier, wenn wir schlau sind, mal den fucking Kollegen hier töten. Flieg hoch! Flieg hoch! Jetzt flieg hoch! Ah. Okay, ich muss hier diesen fucking... Jetzt den Medic töten, komm schon! Komm, stirb! Yes. Okay, zumindest ist er nicht am Boden. Euch mache ich fertig, Leute. Den anderen habe ich jetzt nicht getroffen, aber den kriegen wir auch noch hin hier. Fertig, kaputt, komm. Ach, den braucht, da brauche ich noch nicht mal einen Lightning Strike, Quatsch. Yes. Du hast gar keine Chance. Ich habe sogar noch Schild. Oh, Schild. Stimmt irgendwie nicht. So, Support ist dead. Und jetzt, liebe Freunde, komme ich hier nicht hoch. Okay, wo muss ich lang? Cracken ist ziemlich geil. Also das habe ich, das kann ich kaputt machen, habe ich gehört. Oh yeah. Oh, die Fallen. Mir auch egal. Ich finde die Fallen ein bisschen zu schwach. Finde ich halt echt ein bisschen schwach. Auch als Monster. Finde ich die zu schwach. Werd ich gerade angegriffen? Nee, ne? Tja, lieber Hunter. Ah. Ja, Chris, du hast recht. Also der Healer muss healen und der Healer muss geschützt werden. Aber wenn der Healer gar nicht angegriffen wird, muss er nicht unbedingt geschützt werden. Das ist natürlich so eine Sache.
Aber es ist an sich eine sehr gute Taktik. So, ich würde mal sagen, wir spielen jetzt noch einmal die Krake. Wenn wir jetzt halt vorher nochmal die Hunter spielen, dann ist es so. Aber ich würde gerne den Sword nochmal spielen. Und dann, also wir spielen es auch so lange, bis wir einmal noch die Krake gespielt haben und dann ist Ende. Ah ja, Dr. Till, Xbox oder PS4. Gar nichts von beiden unbedingt. Ich werde mir nichts von beiden holen, auf jeden Fall. Wir haben mal kurz wieder dieses Soundproblem hier. Ich bin nicht so der Konsolenspieler. Und eigentlich bin ich immer ein PS-Mensch gewesen. Also PlayStation 1, 2, 3 fand ich irgendwie immer besser als die Xbox. Aber... Trapper Assault, Trapper Medic. Oder ein Medic nochmal. Aber was mich auch selbst gewundert hat, oh, neue Lobby. Was mich selbst ein bisschen gewundert hat, ist. Gute Nacht, Troller! Eine wundervolle gute Nacht wünsche ich. Ich finde irgendwie den Controller von der Xbox One besser als den von der PS4. Ich hätte es nie gedacht. Und wenn ich irgendwie voreingenommen war, dann in der Hinsicht, als dass ich den PS-Controller eigentlich früher immer lieber mochte. Aber pff, irgendwie finde ich den Xbox One Controller besser. Und mit den Spielen, ich weiß ja gar nicht, was es worauf gibt, weil ich mich damit nicht beschäftige. Eines Tages, wenn ich irgendwann mal Geld habe, dann werde ich mir alle Konsolen holen. Oh Mann, ich habe nie Geld für sowas. Und falls ihr euch fragt, warum manchmal der Bildschirm grün wird, wenn ich alt tabbe, dann wird er grün. Für euch. Also wenn ich rausgehe auf den Desktop. Tschüss, Shirokas. Ja, schau doch mal vorbei, YouTube. Da mache ich echt viele Sachen. Ich habe über 2100 Videos jetzt, glaube ich, schon bei YouTube draußen. Also da ist eigentlich für jeden was dabei. Nein, nicht für jeden. Absolut nicht für jeden. Wenn ihr zum Beispiel Simulatoren mögt, werdet ihr bis jetzt nichts finden. Kommt darauf an, wie weit man den Begriff Simulator fasst. Ich mache mal wieder die Mucke aus. Oh, geht nicht. Warum nicht? Ich komme nicht auf den Desktop, Leute. Plötzlich, nach 28 Stunden lang spielen, vielleicht ist aus dem Ladebildschirm, aber da bin ich auch schon mehrfach rausgegangen. Desktop. Warum nicht? Ah. Okay. Schließen. So, jetzt sind aber auch alle anderen Sachen ausgegangen. Oh mein Gott, geht schon los? Noch nicht. Wo ist der Chat? Da.